So, Freunde, recht herzlich willkommen zurück zu The Witcher. Das letzte Mal sind wir in Vizima angekommen. Ja, und wir haben hier auf jeden Fall... Eine ganze Menge Quests, die wir jetzt irgendwie abarbeiten können und auch abarbeiten wollen. Das ist hart. Ja, ins Krankenhaus gehe ich später. Unbekanntes Kraut. Kann ich nicht sammeln. Irgendwie läuft ein Gärtner rum, habe ich gesehen. Finden. Kann man mal versuchen, ne? Dem zu reden. This hospital garden demands a caring hand. You seem to like what you do. Like it? I love plants and know them well. I spent my life dealing in bloodshed. Now's my chance for peace and quiet. Bloodshed? It's no point of pride, but I long earned my living as a mercenary. Those times are behind me now, and here I am content. Ich auch immer. You look like a warrior. Care to kill Echinops for me? Certainly. Bring their thorns as proof. Okay. Ich laufe die ganze Zeit irgendwie mit diesem Ding da unten rum, ne? Wird das der Kopf sein, den ich mal mitgenommen habe? Vielleicht schon. Der Kopf wäre ein bisschen klein. Naja. Ist mir jetzt auch gerade egal. St. Lebiota's Hospital. For victims of the Catriona plague. Only two stages after this. Old Vizima and Hell. Damn, I'm gloomy. Naja. Ja, mehr Leute. No passage. I'm going inside. Disease patients inside. I'll not have you spreading the pestilence. Ich glaube nicht, dass es hilft. Na, warte mal, ist er nicht tot? Wasting my time. Okay, man kann es aber probieren, ne? Ja gut. Erstmal Fässer. Ich habe so viel Geld, ne? Ich weiß nicht, ob das viel ist. Wahrscheinlich kostet dann irgendwas, was ich mir gleich kaufen will. Ein Schwert 500, dann bin ich direkt wieder pleite. Man macht ja nichts. So, wo bin ich hier? Waffenschmied des Ordens. Städtische Kloake, Haus des Detektivs. Wo ist denn der Kerker? Stadtkerker, da hinten war der. Shit. Na gut, dann. Ui! Wie hab ich das denn gerade gemacht? Ich hab irgendwie die Kamera gedreht. Habt ihr das gesehen? Ach, mit F? Ah. Okay. Meinetwegen. Ah, so, hier ist die. Ja, wo bin ich jetzt? Hilfe. Doch. Irgendwo von der linken Seite. Ah. Nee. Hä? Bin ich jetzt doof? So, da war das. Mein Gott, ich bin aber auch behindert. Hi. Dann gehen wir mal hier rein. Hier müsste er ja eigentlich sein, ne? Unser Kumpel, bei dem wir jetzt unsere Sachen zurückbekommen. Genau, weil da drin waren wir irgendwo eingesperrt. Richtig, richtig. Gut. Gut, gut, gut. So, ich rede mal erstmal mit Jethro Tull, würde ich sagen. You killed the cockatrice. On behalf of King Faltest, I grant you an official pardon. Finally, this absurdity is over. Take your belongings from the trunk before I sell them. And remember the reward on the cockatrice's head. Vincent gets very excited about trophies. Ah, I can finally relax. I'll inspect what we've confiscated here. Good quality gear. Akte. Los, ich muss mal sagen, dass ich in den Gorgonenkopf zu Vincent bringen. Hey. Okay. Der Throw. Kann ich hier wieder rein? Nö. Fangner. Tja, also das ist denn wieder der gehängt werden soll. Kann sich sehen, leider. Wuff, 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 der Hund bellt. Und dafür reicht das neue Geld leider nicht. Ja. Oi. Befehl für den Professor. Hey, das Ding habe ich noch irgendwo. Nee, doch nicht. Ach so, das war. Ich bin reich. Boah, aber so viel Geld. Okay, es sind wirklich alle Sachen, die ich mal dabei hatte. Ich würde halt gar nicht mal alles mitnehmen. Aus denen aus Kermorn schon ein Hexergeil müssen. So. Das Ding nehme ich einfach mit. Das Ding nehme ich vielleicht. So, ja, für die Fackel. Kann ich die Fackel denn? Ich kann auch die Fackel nicht irgendwie so mit einpacken, ne? Das Ding nehme ich mit. Das Ding nehme ich nochmal mit. Boah, ich habe halt keine Ahnung, wa?
Noch haben wir Bein. Gott, ist das kacke. Nehme ich da nochmal mit hier? Wo ich habe so viel. Brauche ich doch alles gar nicht. Brüche kann man mitnehmen, ne? Hier die bisschen alchemistischen Zutaten vielleicht. Vielleicht brauche ich sie doch mal irgendwann. Ich sehe da nur, welche Substanzen das beinhält, ne? Nicht, was es wirklich bringt. Das ist der Gurf, den ich. Achso, brauche ich auch nicht mehr. Ja, sowas nehme ich dann einfach nochmal mit. So was, hier die Geschenke, ne? Den Leuten ja auch schöne Sachen machen. Schöne Gesten, ne? Ihr wisst schon. Weil beheilt, das nehme ich auf jeden Fall mit. Ah, viel Wasser einfach. Silberring. Bisschen was zu essen nochmal für alle Fälle. Das Ding, das kann ich da verkaufen bei dem Schmied oder so. Welche Ringe oder so? Nö, ne? Na komm. Eigentlich verwenden, weißt du? Ich nehme aber Moment, die kann ich ja vielleicht auch verkaufen irgendwo. Ja, das reicht, oder? Nee, da nochmal mit. Was auch immer. So, reicht. Danke. So, Kopf abgeben. You're free, but you still need to observe the quarantine. Meaning? Don't leave the temple quarter. You must be kidding. We keep a close eye on you, Witchers. Didn't I hear you say that everyone's equal? What is it, Witcher? I can prove I killed the cockatrice. Impressive. That's 400 Orans reward. Well deserved. Yeah. How's the salamandra investigation going? Patience, Witcher. All will be explained tonight. Any way I can help? Stay clear of the warehouses and the slums. It's a sensitive case that doesn't require your sword. Just yet. The warehouses. You don't intend to go there alone. It's a secret operation. How do you expect me to go? With an assault team and full plate armor and a bugler? Relax. I'm no rookie. And I got a few things up my sleeve. No doubt. Meaning? No matter. Have a good time today. Enjoy your freedom. And maybe tomorrow I'll serve you Javid's balls on a platter. Do you handle monsters too? I'd rather not waste my men on that. I pay anyone who kills a monster. Just bring proof. What pays best? Right now, my budget includes reward money for the cockatrice in the sewers, and for some bloodthirsty plant that kills people in the swamp. Okay. Bestes Klage, 400, geil. Wenn es der Kopf auch weg an meinem Bein war, ja. Dann lohnt es sich zu überprüfen, was in einem Lagerhaus in der Mitte der Nacht vor sich geht. Don't look this video at 3. Ne, warte mal, wie ging nochmal dieser YouTube-Trend? Alter, mach niemals um 3 Uhr morgens. Pepper, Hoffuga, starker Alkohol. Alter, erstmal mitnehmen. Hm, ja gut. Das Lebe kann ich auch mal reingucken. Das ist die Einmannzelle, die Gubizelle. Boden ge. Ich kann da echt durch. Bin ich bestimmt wieder hier unten direkt, ne? Ja. Alter, bitte sag mir, dass ich jetzt wieder aber zurück kann. Och nö. War ein Fehler, ich wollte hier nicht reingehen. Ah, sehr stressig. Banditen. Warum sind da Banditen? Die angeblich meine Freunde sind. Bezweifle ich ja ein wenig. Warum seid ihr hier? Aber warte mal, ich kann ja. Ah, gönnt euch mal. Ich kann jetzt eigentlich hier unten rein irgendwo, ne? Aber wo war denn das jetzt? Er war ja nicht hier. Ich denke, klar, Eingang zur Gruft der Kultisten. Ausgang zum Tempelbezirk. Okay, Moment. Dann. Ey, wenn ich schon mal hier bin, aus Versehen, ne? Dann will ich wenigstens da auch mal rein, in das, was jetzt offen ist. Ja, ich könnte mich zwar level upen, aber hey, mach ich später. Geh mal weg, Kollege. Ach komm, lass mich durch. Lass mich durch. Lass mich durch! Okay, zack. Erstmal 10 Minuten Waffe wechseln. Hallo. Och komm, geh mir nicht auf den Sack. Ach, das war das falsche Schwert. Das ist das Silberschwert. Idiot.
Das ist halt auch schwierig. Dankeschön, ich kann angreifen. Jesus Christus. Na. Genau, Geralt. Genau so, nicht anders. Hasse dich. Okay, Baby ist noch richtig. Mein Gott. Das ist stressig, ne? Ah doch, boah, ich wollte schon sagen, ey. Kodiro überlastet, fick dich, OBS, ehrlich. Ich habe jetzt natürlich keine Fackel dabei, ne? Das ist ein bisschen ärgerlich, muss ich dann doch ganz ehrlich sagen. Ausgang. Oh. Wer es findet, dem gehört es, hey. Cool. Direkt vor Ort, das nenne ich mal Luxus. Sollen wir wieder speichern, falls irgendein Bullshit passiert. Ich habe leider keine Fackel dabei, was sehr ärgerlich ist. Oh, moin. Wie geht's dir? Bitte one-hitte mich nicht. Ich glaube, bei dir ist der schnelle Kampf oder der starke Kampf hier ein bisschen besser. Vielleicht bringt ja auch der irgendwo was, wenn ich ihn töte. Kommt noch einer. Immer noch, Blatt, keine Sorge. Hey, der ist schon tot. Kann die gar nicht looten, wa? Doch. Ihr seid nervig. Aber könnt nichts. Meine Kombo, die sind... Ah! Weg. Warte mal, der mehr aus, oder was? Das Spiel ist komisch. Malagul dazwischen. Kann man ja meine Ruhe haben, bitte? So, reicht es meine? Ich nehme die Knochen einfach mal mit. Wenn die überhaupt immer welche dabei haben. Oh, haben sie ja gar nicht. Ist ja nervig. Holdbare Gegenstände. Oh Gott. War ein Fehler, hier reinzugehen. Rollt auch ein wenig. Doch, doch. Meine Güte. So, gut, der nächste wahrscheinlich. Wo bin ich jetzt genau? Aha. Irgendwo, wo ich sowieso nicht mehr rauskomme. Dann gehe ich lieber hier lang. Moin. Ich bin ja gar nicht. Kommen wir aber nicht weiter, oder? Ja, hier ist immer eine Wand. Huck. Komm ich hier irgendwo lang? Ah, das sieht doch gut aus. Ja, ist halt nervig, dass ich keine... Ah. Dass ich keine Fackel dabei habe, leider. So. Dann schauen wir doch mal hier, was wir werden können. Auch nur zwei Zeichen, ne? Das ist ein bisschen doof. Aber machst du nix. So, Stärke kann ich sowieso nicht mehr nachbearbeiten hier. Gewandtheit. Pfeil abzulenken. Parieren plus 10. Alle Bewegungen im Faustkampf frei. Kann ich da nicht direkt hinskippen? Achso, wahrscheinlich, weil ich 3 Punkte habe, dann würde ich direkt bam 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 machen, wahrscheinlich. Ah, das will ich lieber nicht wagen. Giftresistenz, Ausdauerregeneration. Ich bräuchte halt Lebensregeneration, wa? Das wäre halt schick. Bei Intelligenz können wir auch nichts mehr updaten. Ja, die Zeichen kriege ich ja gefühlt eh nicht in dem Spiel. Gruppensilber braucht die bisher noch nicht. Machen wir erstmal Silber, ne? Mehr als 15 Schaden plus 20. Was passiert, wenn ich jetzt... Ne, ich kann die doch unabhängig voneinander skillen. Ah, also cool. Schaden plus 40, wenn meine Gegner geblendet ist. Schaden plus... Was ist Schmerz genau? Das würde ich halt gerne mal wissen.
Mach ich jetzt aber, glaube ich. Komm, voll auf Damage. Oder geht das halt so rum, ne? So quasi. Das ist immer die nächste Stufe davon. Ah, es ist schon ein bisschen komisch manchmal. Uiuiuiuiui, was? Ihr seht es, glaube ich, nicht. Oh, okay, ich weiß warum. Das Spiel wurde gerade minimiert. Ah, jetzt bin ich wieder drin. Okay, das Spiel wurde gerade einmal minimiert, aber es kam gerade eine Meldung, dass GeForce ein Update hat. Toll, danke dafür. Looten plus 15. Eigentlich nehme ich ja den... Boah, das ist so schwierig. Weiß es nicht, Mann. Ich glaube, ich gehe einfach voll auf Schaden, oder? Ich gehe voll auf Schaden in dem Spiel, glaube ich. Tank, ja, so wie ich es immer mache. So, pennen bitte. Ich werde es wahrscheinlich schon bald bereuen, ob ich verskillt, kann das Spiel nicht mehr durchspielen. Aber hey, war ja nix. So. Na, mal gucken, wo wir lang müssen. Irgendwo rechts von mir. Ah, eine Truhe, sehr schön. Geht. Ich soll nur den Ring mitnehmen, das war, aber das ist mir egal. Ja, alles mit. So. Bekanntes Öl. Ach komm, nehmen wir auch nochmal mit. Warum eigentlich nicht? So, weg hier. 2122 Orange. Das gefällt mir halt, wa? Voll mein Ding, ey. Ich höre wieder Monster. Monsters Incorporated. Der Mädel. Hier weg. Gönnt mich mal. Du. Hier überall. Ah, nee, von da kam ich, oder? Tschüsselü! Mal nochmal Map gucken. Okay, da hätte vielleicht noch was sein können, aber ey. Ist egal. Och. Also, er stand direkt hinter mir, habt ihr das gesehen? Vor einem Frame konnte man ihn eigentlich sehen, aber es wurde nicht getriggert. Fand ich schön, doch. So, wenn da der rechts neben mir? Ja, ist auch, ja komm, dann gehe ich da jetzt direkt raus, wenn ich schon mal hier bin. Würde eigentlich sagen, kann ich da hinten mal versuchen, ob ich so ein Versteck jetzt rein kann irgendwie. Aber komm. Eigentlich ist es. Es ist stark, das Silberschwert. Alter, ist. Willst du mich verarschen oder so? Als ob der jetzt plötzlich den Kampf hier ausweist. Arsch. So, geh jetzt an vielleicht. Ah. Ein bisschen hämmern, dann klappt das schon. Tempelbezirk. Sehr schön, dann werden wir hier. Rettung. Was ist das? Warum kann ich das anklicken? Das ist nicht richtig. So. Gut. Hey, Siegfried ist drin, habe ich gerade gesehen. Aber wo? Hä? Da hinten. Okay. Dann würde ich jetzt aber mal... Nee. Wo ist denn der Illusionist? Schau, wird mich an einem Eingang zur Kloake erwarten, oder? Aufträge beim Eingang zur Kloake finden. Lagerhaus. Ich muss zum Deich gehen. Ja. Primary Quest habe ich gerade nicht. Das ist auch sehr interessant. Okay. Nerv mich jetzt, wo ist der Illusionist? Den Film habe ich noch nie gesehen. Muss ich auch nochmal tun. Ja, mit Siegfried. Good old times, ne? Alte Zeit wieder aufleben lassen, so lange her, als wir mit dem geredet haben. Alter, die Cutscene oder was? Geralt, good to see you. Where are you going? To the dike. No passage. Captain forbids it. Why? Captain's orders. Talk to him. Gentlemen, that's no way to treat a hero. Geralt, the witcher that saved Vizima from a terrible cockatrice. A hero? Well, that changes things. He's almost one of us. In that case, please pass, Master Geralt. We'll drink your health at the inn. Thanks, Siegfried. Oh.
Geht direkt weiter. A surprise in the sewers. A knight of the flaming rose, soaked in stench from head to foot. I usually work alone, but this was an opportunity to see a knight in action. I must say he did rather well for a human. That was rare gratitude he showed. Da war das halbe Alien-Zitat. War noch, you're pretty good for a human. Und das war das Zitat, ich bin mir immer noch was sicher. Fuck! Okay, tschüss Siegfried. So, da darf ich jetzt durch, das ist gut. Danke Siegfried, du bist ein cooler Typ. Dann möchte ich aber trotzdem, boah, der geht mir auf den Sack, ne? Quests abgeben. Hier das Gasthaus und hier das Lagerhaus, Waffenschmied. In der Gasse waren wir sowieso noch gar nicht. Da ist es vielleicht mal ganz gut, da jetzt reinzugehen. Pechschwarz, da ist er doch! Oder? Nee, warte mal, das war ja gar nicht der. Das war der andere. Ich will doch... hab ich das gerade richtig gelesen? Ich will doch nur die Quest abgeben, Mann. Nochmal $2 reicher. Ja, ich sag Dollar. Waffenschmied des Ordens, Kaufmann des Ordens. Gucken, machen wir mal gutes Schwert. Are you the one Siegfried spoke of? Siegfried, the knight from the sewers? It is you. That cockatrice troubled us for ages. I heard it was a hard fight. She was young and fell quickly. What's your business? Will you sell me your wares? Siegfried's friends are always welcome. If you want to buy something, speak to my apprentice. I handle forging and special orders. Ich weiß nicht, ob es gleich was triggert. Einfach mal probieren. Ein Schmied kann euch neue Schwerter aus Meteoritenerz schmieden. Links klickt auf Schmieden im Dialog, dann wählt den Schwerttyp. Ihr braucht mindestens 3 Meteoritenteile, um ein neues Schwert zu bestellen. Außerdem können Schmiede Runen in euer Silberschwert brennen. Ihr braucht mindestens 3 Runen, damit sie in die Klinge gebrannt werden können. Aha, er hat nichts. Cool. Verkaufspreis. Nee, das ist doof. Aber ich kann auch hier Sachen verkaufen. Cool. Ah, dann gehe ich doch lieber zum, oder zu dem Typen, der das aufkauft. Zum Juwelier, den ich da gesehen habe. Ja. Ne, gut. Dann ist es gut. Greetings, sir. Can I help? Greetings. You the Smith's apprentice? Sir, I sweep up. Fire the furnaces, run the shop. Can I have a look? As you wish. Show me your ware. Alter, Kampffliegel. Exzellente Lederjacke. 5000. ich hasse mein Leben. Ganz schön teuer, die Kackteile. Und so eine Dinge habe ich schon mal gesehen, aber liegen lassen, ne? Mann, ich wusste doch nicht, wofür die... Ich finde es halt ein bisschen ungeil, dass das Spiel einen... Okay, es wird da angezeigt. Ich hasse mein Leben. Ja, und hätte ich gesagt, ne, das ist ja auch das Spiel nicht wirklich erzählt, wofür die Sachen gut sind. Und dass man es dann erst erfährt, wenn es schon zu spät ist, ne? Wenn du schon alles verkauft oder irgendwie weggegeben hast. Dann fährst du, oh, damit hätte ich mein Dings stärker machen können. Na geil. Hat Wachlokal. Alter. Darüber Wachlokal. Was will der? Wachlokal. Ich kann nicht lesen. Alter. Das ist Uncle Sam, Mann. Orden der Flammenrose. Ewiges Feuer ist unsere einzige Hoffnung. Trag die silberne Rüstung und kämpfe für das Wohl und die Rettung der Menschheit. Wir bieten zahlreiche Privilegien, einschließlich Steuerbefreiung, einen aktiven Anteil an von Terroristen und Feinden der Menschlichkeit beschlagnahmen Gütern. Kostenlose Ablässe. Durchgeführt von hochrangigen Priestern. Ausbildungskurse. Alter. Uncle Sam, what's me? Übrig besonders. Kurtisane. Ich habe übrigens gelernt durch Assassin's Creed, was eine Kurtisane eigentlich ist. Er wusste sie vorher nicht. Ja, komm. Da geht's wahrscheinlich in den... Ach ne, da geht's in den Tempel. Werbung. Werbung Ende. Hildegard Zollstock. Was ist das denn für ein Name? So will ich auch heißen. Ein wunderschöner Name. So. The town cemetery. The dead and undead await behind that gate.
plenty of work for a Witcher. Ja. Metal. Wie geht's? Kann ich mit dir reden? Will it be pine or oak, perhaps? An entire crypt? Let's see. 5 ells wide. Nee. I don't need a coffin. I don't intend to die anytime soon. Makes sense. Maybe we can do business. What business? A partnership. With those swords, you doubtless lop off a few heads occasionally. When you dispatch another soul, let me know, and you'll earn a share from the coffin. You're sick. Resourceful. It's just a job. Stop fooling. I need something else. What do you need? Ich habe etwas für euch, Adam. Erstmal was schenken, wo ich auch mit ihm schlafen kann. Why is the cemetery shut? Because the dead refuse to rest in peace. Fear not, they stay in their graves in sunlight. Someone should tend to them, though. Perhaps someone will offer a reward, but for now, no one seems bothered. I'll deal with it when you agree to pay me. For now, farewell. Think putting a dead body to rest is easy? Do what you will. Perhaps the watch captain will reward you. Won't hurt to check. What do you need? What do you need? Ja, wegen der Anzeige, das ist ja eh wieder nur, ne? Ich hab ja nichts. Ja, bringt nichts. Ich rede jetzt mit Hildegard Zollstock. Oh, woe is me. Will no one help me? Why the grief? My husband haunts me. What do I do? Haunts you? In your bedchamber? My late husband haunts me. Er spuckt bei mir. Tell me more. Maybe I can help. My husband died a month since, and now haunts me in my home, wailing nightly. But the worst thing is... I'm listening. Worst, he flies around the cemetery at night shouting lies about me. Doubtless tongues are wagging already. Set him straight, I beg you. Okay. Alter, ich kann halt nur sagen nein oder jo. It aber geht. Cost you 200 orins if I succeed. Oh, that's a hefty sum. Profiting off someone else's misery. Well, deal with him and I'll pay. Where will I find you when I'm done? I'm here every day at noon. Why can't I collect payment when I want? Are you daft? My husband flies around ruining my reputation. I'll not be seen in the company of a killer. So long. Okay. Hildegard Zollstock macht mir ein bisschen Angst. Heißt Hildegard Zollstock. Was ist das? Ich würde mich umbringen, wenn ich so heißen würde. Friedhof. Wow. Ja, ich weiß nicht, ob ich auf dem Friedhof überhaupt kann gerade. Ist ja abgesperrt. Versuch's auch gar nicht erst. Weil interessiert mich gerade eh nicht. Ja, hier ist er wahrscheinlich, ne? Kloster, bla bla bla. Gasthof zum haarigen Bären. Lagerhaus, okay. Vielleicht mal mit der Kurtisane denn sprechen, weil. Hure. Das ist der einzige Grund. Nicht der Carmen war denn, Alter, der Wahl aus Rayman Revolution. Bitte nicht schon wieder. Ich will dieses Spiel nicht mehr spielen. Hure, da steht Hure und da steht Kurtisane. Das Spiel ist abwechslungsreich auf jeden Fall. Wie sehen die denn aus? Huge swords. What about the rest? Sieht aus wie ein Clown. Alter. Warte ich mal. Ich denke ihr einen Feuerstein. Wie wär's? Silberner Bernsteinring. Brötchen. Silberring. Jetzt muss ich natürlich wissen. Familienring, das ist der von dem Typen, ne? Ich denke jetzt ein Silberring, Alter. I don't know how princesses imprisoned in towers show their gratitude when they're freed. Wie gesagt, ich mache dem Spiel dafür ja alles, ne? Hab ja gesagt. Be disappointed. I'll hold you to your word. Die ist richtig hässlich. Ich glaube, im Bild sieht sie besser aus. Ja, oder aus wie Clown. Hilfe. Was war das denn gerade? Ich wollte kurz in die Stadt gucken. Na gut. Haben wir da auch geklärt. Prostituierte. Ich mach sie wieder. Ausschmeißer. Ich dachte gerade, das wäre so ein bisschen hier wie bei
Verleih nix und wie hieß der andere noch? Die so anbattlen. Aber Verleih nix und der andere nix sehen nicht gleich aus. Wie ist sie denn nochmal? Fuck. Verleih nix und deine Mutter. Stramme Hüftenmodell. Schöner Name. Waffenschmied des Ordens, Gasthof zum haarigen Bären. Kann ich sogar rein. Mal gucken, was da so abgeht, wa? Aber die Folge ist eigentlich auch schon vorbei. Haben wir nicht allzu viel geschafft, die Folge, glaube ich. Welt. Aber Temerien. Ah, da waren wir vorher. Jetzt sind wir da. Da kommen wir wahrscheinlich am nächsten Kapitel. Oder nee, da kommen wir ja jetzt schon hin. Dann sind wir vielleicht mal irgendwann in der Open World unterwegs. Keine Ahnung. Ich will mal ganz schnell gucken wegen der Quests. Oh Gott, wir haben so viele Einträge, ne? Ja. Seht auch, dass er jetzt tot ist. Des Tages. Jetzt nicht mehr, er ist nämlich tot. Triskis neue. Alter. Neue Einträge. Bla bla bla. Quests. Was würde er so alles machen? Da muss ich ihn jetzt finden, um es abzugeben. Dann ist das nämlich schon fertig. Da muss ich für ihn ins Lagerhaus. Ja, da muss ich erstmal neue Beweise finden. Genau, da kriegen noch eine Nebenquest. Das habe ich schon seit Ewigkeiten. Gedächtnis einer Klinge. Ja, da muss ich zum Gasthof. Und das sind die ganzen Aufträge. Und der Rast. Das rastlose Gespenst. Ja, guck, wie viel ich davon tatsächlich mache. Okay, dann ist mein nächster Plan in der nächsten Folge. Dann gehe ich, glaube ich, mal in das Gasthaus und frage da mal nach. Beziehungsweise, ja, doch, ich gehe ins Gasthaus. Und that's the body oder so. Nee, wir sind noch zum steppenden Bären. Nee, ich hab's vergessen. Ich habe so ein kleines Gedächtnis, ne? Das ist unglaublich. Ja, und dann, ja, ne, gucken wir mal, was sich so ergibt. Vielleicht erkunden wir dann auch mal die anderen Teile der Stadt, wo wir jetzt hin können. Zum Deich oder so, glaube ich. Ja, dann bis zum nächsten Mal, ne? Tschüsselei!